Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Einem kleinen schaurigen, einem kleinen Horror-Let's Play, wo wir hier uns in einer Anstalt gleich befinden werden, in Outlast. So, willkommen. Also, Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Du schlüpfst in die Rolle von Miles Upchur, einen Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Da du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst, um die anderen Journalisten einen großen Bogen machen, hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenheilanstalt Mount Massive aufzudecken. Bleibe so lange wie möglich am Leben und halte alles mit deiner Kamera fest. Du bist kein Kämpfer. Um das ganze Grauen in der Nervenheilanstalt Mount Massive zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, bleibt dir keine andere Wahl, als wegzulaufen, dich zu verstecken oder zu sterben. Ja, das Letztere wollen wir versuchen, möglichst nicht. Wir spielen das Ganze auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Also jetzt nichts Hardcore-mäßiges. Ich hab's selber auch noch nie gespielt. Bisher nur ja einmal tatsächlich in einem anderen Let's Play gesehen. Und fand das doch sehr, sehr schön. Widerspreche der Landwirtschaft mit dem Salazar mitteilt, ja, das da unten geht mir leider zu schnell. Wer es möchte, kann sich ja durchlesen und Pause drücken. So, diesen Anfang hier draußen im Garten habe ich ja schon mal testhalber gespielt, um zu gucken, dass halt die Aufnahmeeinstellungen passen und so weiter. Von daher kenne ich gerade diesen Anfangsmonolog hin sogar noch sehr gut. So. Und da verschwindet das Radiosignal. Radiosender FM 107,9 Mount Massive Asylum. Und da ist die Nervenheilanstalt direkt vor uns. So. Wir parken gleich hier vorne, denke ich mal, unser Auto, weil das Häuschen sieht sehr unbesetzt aus. So. Wir sind angekommen. Motor aus. So, da haben wir ein Dokument. 17. September 2013 von 10260110756@moodmail.com an milesupjoy@gmail.com. Betreff Tipp: illegale Aktivitäten bei Murkoff Site Psychiatrix Systems. Sie kennen mich nicht. Muss mich kurz fassen, werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Psychiatrix System in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltevereinbarungen, aber echt, zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehe es nicht, glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktor faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht und sie etwas gefunden hätten, was sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Und genau aus diesem Grund sind wir auch hier. So, da haben wir ein paar Batterien. Das Wichtigste für uns jetzt hier in diesem Spiel. Und natürlich unsere Webcam, um alles festzuhalten, alles aufzuzeichnen. So, sie funktioniert. Presseausweis hängt, Miles Upchur steht unterschrieben drauf. Ich denke aber nicht, dass wir diesen hier brauchen werden, deswegen lassen wir ihn auch im Auto. Da die Nervenheilanstalt offiziell, soweit ich weiß, sogar schon geschlossen ist und gar nicht mehr aktiv betrieben wird. So, deine Ziele werden in dem Notizblock-Tab aktualisiert. Dort findest du die Notizen N und gesammelte Dokumente mit J. So. Unser Camcorder funktioniert. Kommen wir hier rein? Oh. Anscheinend kommen wir hier. Doch, hier kommen wir rein. Was haben wir da? Passwort. Okay, alles Passwort geschützt und nichts Mögliches zum Aufzeichnen. Okay, das heißt, wir betreten zumindest den Vorhof schon mal der Nervenheilanstalt. Mit linker Maustaste, um Türen schnell zu öffnen, linke Maustaste gedrückt halten und bewegen, um sie langsam zu öffnen. Gehen wir mal lieber langsam rein. Rechte Maustaste, um den Camcorder zu öffnen. Und das war das Geräusch für eine Notiz, die wir mit N geschrieben haben. Nervenheilanstalt Mount Massive. Mir wird schon schlecht, wenn ich mir diesen Ort nur anschaue. Die Nervenheilanstalt Mount Massive, die 1971 im Zuge eines Skandals unter Geheimhaltung der Regierung geschlossen und 2009
von Murkoff Psychiatric System unter dem Deckmantel einer Wohlfahrtsorganisation wiedereröffnet wurde. Das Mobilfunknetz brach abrupt eine Meile vorher ab, vermutlich ein Störsender als verlorenes Signal. Die Murkoff Corporation hat eine lange Tradition, ausbeuterisches Profit als Wohltätigkeit zu tarnen, aber niemals auf amerikanischem Boden. Was sie auch immer an diesem Ort herausschlagen wollen, es muss groß sein. Vielleicht endlich die Story, die ihnen das Genick bricht. Ja, ich hoffe nur, dass wir dieses hier überleben werden. So, den Camcorder sollen wir regelmäßig nutzen, um Notizen zu schreiben. So, springen können wir auch. Und es gibt noch Leben in der Anstalt, so wie es aussieht. Wir sind also nicht allein. So, mit Umschalt können wir rennen. Und wir ducken uns hier mal durch die Lücke. Und das Spiel wird gespeichert. So, wir sind also jetzt auf den Weg in die Heilanstalt. So, dort können wir aber wohl rein, so wie es aussieht. Die Türen sind meistens verschlossen, soweit weiß ich noch von dem Spiel. Aber was uns da drin jetzt alles noch erwartet, kann ich leider nicht mehr sagen. So, wir klettern nach oben und gucken, dass wir dort oben durch das Fenster reinkommen in die Heilanstalt. Ach, die Musik ist schon sehr, sehr gruselig hier. So, einmal nach oben. Und über diese schmalen Bretter balancieren. Und zum Fenster. Und hinein in die Heilanstalt. Und natürlich geht auch sofort das Licht aus. Wir sind drinnen. Mit F können wir das Nachtsichtgerät des Camcorders aktivieren. Dieses werden wir noch ziemlich häufig nutzen. Und wie man da oben rechts in der Ecke sieht, verbrauchen wir dafür Batterien. Wo wir uns hier regelmäßig in allen möglichen Ecken umschauen werden, um ja, Batterien zu finden. Und natürlich Notizen und Dokumente finden. So, einmal die Tür hier vorsichtig öffnen. Na komm, geh schon auf. So, gucken wir mal raus. Da ist nichts zu sehen. A218. Ha, wen haben wir denn da? Einen Priester oder ja, Papst oder sonstiges. Ganz wenig Licht scheint hier noch hinein. Sehr staubig, sehr düster hier alles. Und da ging der Fernseher urplötzlich an. Ein Zeichen, dass wir hier wohl eher nicht sein sollten, sondern ja, uns schnell wieder verschwinden sollten. Aber Miles Upchur macht dies natürlich nicht. Ein Journalist, ein Lebens... ja, der wohl sein Leben nicht mehr glücklich werden wird. Da vorne überall Blut und, wenn ich es gerade richtig sehe, Fußabdrücke, die wegführen. So, hier zwängen wir uns mal durch. Project A38 steht auf der Kiste. Und wir gehen mal hier rein. Dort haben wir nichts. Und da liegt eine Batterie. Juhu. Eine dritte. Mit R können wir nachladen. Das sollten wir aber nur tun, wenn wir es wirklich nötig haben. Wir spielen zwar auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, also mit relativ viel Batterien und sowas. Aber trotzdem sollten wir sparsam immer umgehen. Und möglichst alle Ecken, die man auch so erkennen kann, so erkunden und nicht, ja, den Camcorder und das Nachtsichtgerät nutzen. Das Telefon ist tot, der Computer geht wieder nicht und eine Notiz. Beziehungsweise ein Dokument. Murkoff Psychiatric System. Projekt Wall Rider. Mount Massive Co. Fall Nummer 171. Patientinitialen WPH Billy. Datum vom 14.10.2013. Erste Mal Patientenbefragung war am 12.04.2009. Alter des Patienten 19. Geschlecht männlich. Okay, das heißt, er ist schon 4 Jahre hier. Der wurde also mit 15 in die Nervenheilstand eingewiesen. Okay, der behandelnde Arzt ist Dr. Karl Hudson, DBNR. Therapiestatus. Patient behauptet, in selbstgesteuerter, luzider Traumphase vorgedrungen zu sein. Morphogenische Antriebsaktivität in beispiellosem Umfang beobachtet. Fahren fort mit Stufe 4 Hormonen. Diagnostik. Spirometrie ergab keine bronchiale Akkumulation. Hämatokrit Zentrifugierung. Boah, was für ein Wort. Zur Trennung von Erythrozyten erneut fehlgeschlagen. Höchst besorgniserregend. MRI ergab
arithmetische REM- und NREM-Zyklen lachen in NREM-Phase. Auch nicht unbedingt beruhigend, wenn man im Schlaf plötzlich einfach loslacht. Billy erkundete sich nach dem Status der Klage seiner Mutter gegen Murkoff und die Psychiatrie. Das deutet auf einen katastrophalen Sicherheitslücke hin. Trotz Billys Beteuerung, er habe die Wahrheit in den Bluträumen von Dr. Träger entdeckt. Anmerkung, die einzige Person namens Träger, die in den Unterlagen des Unternehmens aufgeführt ist, ist ein gewisser Richard Träger, ein Angestellter von MRD. Das gesamte Pflege- und Sicherheitspersonal muss befragt und die Videoüberwachung verbessert werden, um biometrische Daten zur Analyse zu erhalten. Murkoff Psychiatric System, Projekt Warrider, Mount Massive Co. Okay, der gute Billy wollte anscheinend, erfahren, was los ist mit seiner Mutter. Da vorne ist Licht an, links können wir rein und rechts können wir rein. Und die Tür hat sich einfach geschlossen vor unserer Nase. Und abgeschlossen. Okay, da kommen wir nicht mehr durch. Hier kommen wir nicht durch. Also müssen wir ins A211 hinein. Ach, diese Musik, die macht mich hier fertig. Was haben wir denn da? Sieht nach, keine Ahnung, einer Wurst oder Eingeweiden aus. Und daneben steht eine Cola. Da oben klappert etwas, wo wir wohl hindurchschlüpfen sollen. Im Müll finden wir nichts. Cola-Automaten, die noch beleuchtet sind und anscheinend auch noch in Schuss sind. Mit Leertaste springen wir in den Lüftungsschacht. Ja, das tun wir auch gleich. So, da sind nur Spinnenweben. Das heißt, wir werden hier entlang weiter. Oh Gott. Da war jemand, der weinte anscheinend und sah, nicht mehr so ganz fit aus. Hier können wir nochmal reingucken, aber es ist nichts zu sehen unter uns. Ach, das ist doch gerade der Raum, wo wir gerade waren. Puh, haben wir anscheinend nochmal Glück gehabt. Und wir sind mehr oder weniger in der Eingangshalle angekommen. Ja, gucken wir uns mal hier kurz um. Ist dort jemand? Oh, der sieht nicht mehr gut aus, der Wachmann. Und da liegen Unterlagen. Kommen wir hier durch, dort runter? Na, wahrscheinlich nicht. Da liegen auch Kisten vor, wo wir nicht hinüberkommen. Ein Treppenaufzug, ein Ventilator, der sich noch dreht. Okay. Ich würde sagen, wir gehen in die Bücherei und gucken mal, was dort auf uns wartet. Jetzt haben wir die Tür geschlossen. Ach, die geht nur nach innen auf. Okay. Oh, da baumelte eine Leiche und fiel von der Decke. Meine Mann, habe ich mich erschrocken. Und das Geräusch dazu war auch nicht gerade beruhigend. Hier baumelt noch jemand. Der bewegt sich doch bestimmt gleich, wenn wir dann vorbeigehen. Okay, er wackelt nur. Puh, ich würde sagen, wir gucken, dass wir hier wegkommen. Hier ist noch jemand, der kopfüber ohne Kopf hängt. Kann man da noch kopfüber dann sagen? Ein umgekippter Stuhl.